Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor kurzem wurde die angebliche Adresse von Dave Goldman geleakt. Ich glaube, die meisten von euch dürften wissen, wer Dave Goldman ist. Und in diesem Video habe ich vor, zu dieser angeblichen Adresse hinzufahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe jetzt meine Wohnung verlassen. Mein erster Halt wird ein Kiosk sein, damit ich mir zwei Flaschen Cola kaufen kann. So, die zwei Flaschen Cola habe ich jetzt gekauft. Jetzt laufe ich zur S-Bahn runter. Mal schauen, ob die S-Bahn jetzt noch fährt. Denn heute ist ja noch der Bahnstreik. Aber angeblich soll die S-Bahn noch alle 20 Minuten fahren. Also hoffe ich mal, dass jetzt noch zeitnah eine S-Bahn kommt. So, ich bin jetzt in Hamburg-Harburg angekommen. Ich bin eben gerade eine Station mit der S-Bahn gefahren, von Harburg-Rathaus bis Harburg. Und die war ganz schön voll gewesen. Aber auch kein Wunder, wenn die S-Bahn heute nur alle 20 Minuten fährt, weil die GDL streikt. Aber wie dem auch sei, HDGDL GDL. Das wollte ich einmal gesagt haben. Aber jetzt muss ich erstmal zum Glück mit gar keinen Zügen der Deutschen Bahn fahren, sondern mit irgendwelchen anderen Betreibern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich in dem Wohnort angekommen bin, wo Dave Goldman angeblich leben soll. So, ich bin jetzt in dem Ort angekommen, wo angeblich Dave Goldman leben soll. Aber er wohnt nicht in dem Ort hier drinne, sondern angeblich ein bisschen weiter außerhalb. So, ich bin jetzt in der Nähe von der angeblichen Adresse von Dave Goldman. Also hier ist wirklich eine Menge grün. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch irgendwo noch ein Haus sein soll. Außer das Haus hier vielleicht, aber ich glaube, das ist kein Wohnhaus. So, ich bin ganz in der Nähe von Dave Goldmans angeblicher Adresse. Also hier ist eine alte Wassermühle. Hier ganz in der Nähe der alten Wassermühle, da lebt auch angeblich Dave Goldman. So, ich habe mir das angebliche Wohnhaus von Dave Goldman ein bisschen näher angeguckt und soweit ich das sehen konnte, ist das ein relativ großes Einfamilienhaus. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er da wirklich leben soll. Ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich da vielleicht mal auf das Grundstück gehe und da mal klingel und nachfrage, ob er Dave Goldman ist. Aber das habe ich mir irgendwie nicht getraut. In der Zwischenzeit, wo ich mir das überlegt hatte, ob ich da auf das Gelände raufgehe, da fuhren echt eine Menge Autos vorbei. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und auch ein paar Passanten liefen vorbei. Und die haben mich größtenteils sehr skeptisch angeguckt. Ganz nach dem Motto, was macht der Typ hier? Den kennen wir gar nicht. Also ich glaube, ich verlasse diese Gegend mal wieder. Wo ich mich jetzt befinde, das halte ich jetzt definitiv geheim. Also den Ort werde ich jetzt nicht nennen. Ich glaube, mit dem Videomaterial habe ich eh schon genug Informationen geboten für die Leute, die das hier irgendwie kennen.
So, ich bin jetzt wieder in Hamburg-Harburg angekommen und jetzt werde ich zur S-Bahn runterlaufen. So, ich muss die S3 nach Stade nehmen und damit eine Station fahren und die würde in 8 Minuten kommen. Mal schauen, wie voll die S-Bahn sein wird. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.